Junkie. Die meisten Leute, die ich kenne, haben auf Ferien Bock. Doch manche brauchen Geld und suchen sich einen Ferienjob. Andere sind rastlos und wollen sich beweisen. Auf der Suche nach sich selbst sind sie ständig nur auf Reisen. Manche vermeiden es, sich zu weit zu entfernen. Sie sitzen an einem Schreibtisch und sind bereit zu lernen. Andere sind gern faul, testen ihre Grenzen. Den ganzen Tag nur chillen und pausenlos faulenzen. Die einen wollen Action, Sachen machen, die echt rocken. Andere wollen 24 Stunden lang nur zocken. Kreative Köpfe frönen lässig ihrem Hobby. Feiermenschen tanzen jeden Tag auf einer Party. Egal ob Fußball, Joggen oder Schwimmen. Für manche macht ein Leben ohne Sport keinen Sinn. Doch es gibt eine Sache hier, die ich gar nicht peile. Manche Leute schieben Langeweile. Wir haben endlich wieder Ferien und massig Zeit, uns zu verewigen. Wir gucken alle unsere Serien. Die Welt, sie spinnt, doch wir gehen nicht hin, yeah. Wir haben endlich wieder Ferien und massig Zeit, uns zu verewigen. Wir gucken alle unsere Serien. Die Welt, sie spinnt, doch wir gehen nicht hin, yeah. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war 10 Arten von Ferien. Vielen Dank an Lia Friedli für den Vorschlag. Wenn ihr noch Ideen habt zu weiteren 10 Fakten, 10 Arten, 10 Dinge, Videos, schreibt's in die Kommentare. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt auch in die Kommentare, was ihr für ein Ferientyp seid oder was ihr vielleicht früher für ein Ferientyp wart. Eine Mischung aus den 10 Typen, die ich genannt habe, oder was ganz anderes. Schreibt's in die Kommentare. Hier geht's noch zum Video von letzter Woche. 10 Dinge, die Politiker nicht sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.